Moin, moin und herzlich willkommen bei Sentry. Schön, dass du da bist. Ja, Leute, heute möchte ich euch einer meiner absoluten Lieblingsmarken vorstellen, nämlich die Marke Ormond Jane aus England, aus der Stadt London. Ja, und heute möchte ich euch drei ganz unterschiedliche Parfums der Marke vorstellen. Ich muss auch dazu sagen, dass ich viele Parfums der Marke noch nicht kenne. Das liegt unter anderem daran, dass es zum Teil eben exklusive Düfte sind, die zum Beispiel nur fürs Harrods, also fürs große Londoner Kaufhaus kreiert wurden und eben auch nur zum Teil in England zu bekommen sind. Ich werde aber höchstwahrscheinlich Ende Oktober für einige Tage in London sein und werde dann eben auch noch sicherlich das ein oder andere Parfum der Marke testen und dann wird es in der Zukunft sicherlich auch noch mal ein weiteres Video geben. Ja, bevor wir mit dem ersten Parfum loslegen, noch ein paar Informationen zu der Marke. Die Marke Ormond Jane wurde 2002 gegründet, gibt es mittlerweile seit 20 Jahren. Die Markeninhaberin ist Linda Jane, die hat übrigens auch einige der Parfums kreiert. Und ja, sie arbeitet sehr eng mit Gesa Schön zusammen, der auch von diesen drei Parfums eben zwei kreiert hat. Da komme ich dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Gesa Schön ist sicherlich einigen ein Begriff, hat ja unter anderem eben auch die Moleküldüfte kreiert, ist dort eben der Markeninhaber. Aber er arbeitet ja seit auch schon fast 20 Jahren eben für die Marke Ormond Jane. So, und dann legen wir mal mit dem ersten Parfum los. Heute ist es nicht die goldene, sondern die blaue Mitte. Denn wir starten mit Mon Tabacco Verano. Ja, in meinem Sommer Top 10 Video ist Mon Tabacco Verano die Nummer 2 gewesen. Wobei ich immer gesagt habe, dass es rein theoretisch eben auch mein Lieblingssommerparfum ist, weil es für mich sehr besonders ist. Wir haben auf der einen Seite wirklich sehr frische Duftnoten. Es ist eben ein sehr frisches Parfum. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch so den, ja, wirklichen starken Kontrast mit einer sehr intensiven Tabak- und Ledernote. Das ist für mich außergewöhnlich. Ich kenne jetzt nicht so viele frische Parfums, die auf der einen Seite eben so zitrische Duftnoten haben, aber eben auf der anderen Seite dann doch noch mit Tabak und Leder arbeiten. Und wir haben hier wirklich ganz viel Isoe Super. Isoe Super zieht sich übrigens durch viele Parfums der Marke, also ihr müsst diese Duftnote wirklich mögen. Ja, also zusammengefasst kann man wirklich sagen, dass Mon Tabacco sehr speziell ist, weil wir eben auf der einen Seite diese Frische, diese Zitrik haben, aber eben auf der anderen Seite auch eine gewisse Würze haben, durch Tabak, durch Leder und wir haben auch einen richtig schönen Drydown durch die Tonkabohne. Und ja, die Haltbarkeit ist überragend. Also wenn wir mal bedenken, dass es ja im Prinzip ein frisches Parfum ist, hält es wirklich sehr, sehr gut. Ich komme hier auf mindestens 10 bis 12 Stunden. Die Sillage ist in den ersten Stunden wirklich präsent. Auch danach, ja, kommt es immer mal wieder auf. Also man nimmt es dann immer mal wieder wahr. Und ja, ich bin wirklich begeistert. Ich liebe dieses Parfum und kann es euch wirklich empfehlen. Ja, dann machen wir weiter zur rechten mit Ormond Man in der Eau de Parfum Konzentration. Da ist eben der Parfümeur Gesa Schön. Ein Release aus dem Jahre 2004. Ormond Man ist für mich ein holziges, ja, grünes und vor allem waldiges Parfum. Hier ist die Besonderheit die Duftnote Hemlocktanne. Und ich finde, das riecht man auch wirklich heraus. Also für mich hat das so ein Vibe, als ob man im Wald steht, ja, und man nimmt die Natur, diesen Geruch der Bäume wahr. Also wirklich sehr besonders. Dann haben wir aber auch noch würzige Duftnoten wie Koriander, wie Kardamom und Wacholderbeere. Die Duftnoten passen sich so dieser Duftnote Hemlocktanne wirklich ideal an. Der Drydown wird dann so richtig schön weich, ja, fast schon so gentleman-like, weil da haben wir Zeder und Sandelholz, also wird richtig schön holzig. Ja, und vor allem ist es eine wirklich sehr angenehme Duftkomposition. Also da, ja, ist nichts, was irgendwie aneckt oder stechend ist, sondern es ist alles perfekt aufeinander abgestimmt. Es ist auch generell so im Grundton ein eher frischeres Parfum. Also ich finde es ganz wundervoll. Einige beschreiben die Duft-DNA mit so einem Waldmeister-Vibe. Also tatsächlich muss ich sagen, dass durch diese, ja, Hemlocktanne oder auch, ja, grün, frischeren Duftnoten, ja, wirklich so ein leichter Waldmeister-Vibe entsteht. Also ich kann das wirklich nachvollziehen.
Aber es ist und bleibt für mich wirklich eher so ein, ja, holziges, waldiges Parfum. Die Haltbarkeit ist auch in Ordnung. Ja, es hält so circa 9 bis 10 Stunden, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Das ist ja sowieso mit jeder Haut unterschiedlich. Aber ein ganz tolles Parfum. Ja, und jetzt kommen wir zu einer meiner All-Time-Favorites. Also es ist in meinen Top 3 Lieblingsparfums ever. Es ist Navab of Oud Intensivo. Auch dieses Parfum hat Gesa schön kreiert. Ich habe das ja mittlerweile auch schon öfter in meinen Videos vorgestellt und erwähnt. Es ist für mich eine perfekte Duftkomposition. Also diese Art von Duft-DNA kann man meiner Meinung nach nicht besser machen. Also es wurde einfach das Maximum herausgeholt. Man kann es für mein Empfinden einfach nicht besser machen. Es ist eine Rose-Oud-Kombination. Wir haben aber zu Rose und Oud eben noch eine richtig feine Orangennote. Wir haben dann auch noch durch Kardamom und durch Vetiver eine richtig schöne Aromatik. Dann haben wir auch noch Ambra. Also es ist für mich wirklich eine so tolle, vor allem hochwertige, weiche, anschmiegsame und edle Duftkomposition. Ja, und obwohl es so edel und auch so weich ist, hat es eine so überragende Haltbarkeit und Sillage. Also die Haltbarkeit ist an mir wirklich locker bei 12 bis 14 Stunden. Also ihr nehmt es, wenn ihr es morgens aufgetragen habt, auch noch ohne Probleme, spät am Abend war. Also wirklich überragend. Die Sillage ist präsent, aber das ist jetzt auch kein Parfum, was ja wirklich laut ist oder irgendwie aggressiv ist, sondern durch diese feine Duftkomposition ist es stets präsent, aber eben sehr angenehm und es wird auch sehr, sehr positiv im Umfeld wahrgenommen. Ja, ihr merkt, ich bin begeistert. Es ist einfach einer meiner Lieblingsparfums und eine ganz klare Empfehlung. Ja, und dann sind wir auch schon durch für heute. Ihr könnt ja gerne mal kommentieren, wie ihr die Marke findet. Ja, welche Parfums der Marke eure Favoriten sind. Und wie ich schon eingangs sagte, ich bin sehr wahrscheinlich Ende Oktober für ein paar Tage in London und werde dann eben auch ja die neuesten Releases der Marke versuchen zu testen. Und dann wird es auch ein entsprechendes Video geben. Dann sage ich erstmal danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und wir hören und sehen uns demnächst.